Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Boah. Genau, Raft. Ist eigentlich schön. Ist schön. Ist einfach wirklich schön. Ist einfach nur schön. So, machen wir ein paar Tonschalen, ja. Ja. Ich tue jetzt erstmal unsere Rüben hier rein, weil wir haben sowieso viel zu viele Rüben. Und oh Gott, wir haben auch schon fast die maximale Anzahl an Kartoffeln. Ja, pack die dann in dem Honigding rein, würde ich sagen. Hm. Ja. So. Ich tue meinen Anker wegmachen. Eben. So. Dann gehen wir. Oh, wir sind sogar halbwegs auf Kurs. Wie geht das denn? Hm. Ach, da ist noch ein Baum, aber wir haben so viele Planken. Ja. Ich habe gerade ein bisschen das Floß erweitert und haben wir immer noch Planken. So, außerdem sind ja wieder alle Bäume fertig. Ja. Was bin ich da durch? Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Komm mir nicht hervor. Boah. Boah. Leute, da kommen wir nicht vorbei. Na, ja, kommt ja weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da kommen wir nicht raus. Und die Batterie ist leer. Ja, von unserem Sprinkler. Hi, irgendwo ist Hi. Ich weiß nicht, wo Hi ist. Ja, schon wieder weg. Ich nehme an, der hat schon was weggeknabbert sofort. Da können wir jetzt weiter oder stecken wir immer noch fest? Oh, Leute. Ich weiß nicht. Unsere Batterien von den Sprinklern sind leer und wir haben gleich keinen Platz mehr für weitere Batterien. Und ich glaube, ich kann jetzt auch gerade keine neuen machen. Ah, wir stecken ja voll fest. Ah, Leute. Lass uns hier raus. Lass uns raus. Oh Gott. Oh Gott. Unsere Bienenwaben sind durch die Felsen. Ah. Okay, Rohkost ist wieder voll aufgefüllt. Oh ja. Gott. So. Aber auf Kurs bleiben, vielleicht haben wir noch Glück und sehen noch die neue Insel heute. Jo. Igitt, jetzt habe ich gerade Salzwasser gesoffen. Na, und mein Axt putt. Wir sind überraschenderweise auf Kurs. Wie geht denn das? Ja. Und ich habe irgendwo einen Vogel gehört. Okay. So, dann mache ich hier meine Axt. Eine Axt bitte. Planke, Schrott, ja. Einbolzen. Perfekt. So. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja. So. Alles gepflanzt und wir sind, und wenn du sogar schon sagst, dass wir noch auf Kurs sind. Ja, 1000 Meter. Das ist ein Ding. Ja, mich auch sein, wenn du so gedacht ist, dass man hier irgendwie diese Würfel hier farmt, damit man hier Kunststoff kaufen kann. Ja. Sollen wir vielleicht auch mal gucken. Die ja. Batterien brauchen wir ja nicht. Ich meine, die waren nicht so schwer herzustellen. Ja, aber machen. Wir brauchen dafür Kunststoff und nicht so eine kleine Insel. Hm. Ich höre irgendwo einen Vogel. Oh, bin er weg. Wo ist er? Wo war er? Warum gehen die mal auf unsere ersten, auf unsere großen Dinger erst? Von dem Blumen. Gehen wir mal in die kleinen Kästen hier. Hm. Die sollen davon wegbleiben. Ich muss da irgendwie mal so eine Art Geschütz hinstellen.
Ja, da das automatisch Pfeile verschießt. Ja. Es wäre, wenn sich ein Vogel, der so. Ja. Ah. Die Presse hat noch so ganz wenig Saft. Ein paar Palmblätter reingepackt. Okay. So, dann habe ich wieder Mangos. Mangos. Dann habe ich wieder Rüben. Daraus mache ich eine Suppe. Oh, Kraftstoff ist fertig. Den könntest du ja schon mal hinten in den Tank reinpacken. Wenn du noch welchen wo ist der? Hinterher wo ist denn der Tank? Hinterher Farben habe ich den aufgebaut. Dann soll er dann. Okay. Übrigens, ich habe tatsächlich noch eine Batterie gefunden. Gefunden? Bei uns irgendwie. Ja, ich hab bei uns in der Truhe. Okay. Ich dachte da, dass wir keine mehr hätten. Ja. So, kann ich zumindest hier erstmal das Teil wieder voll machen. Also hinten ist schon so eine weiß nicht, so, wie es ungefähr aussehen soll am Ende. Da sieht noch dann nichts aus, aber. Wow. Ja. Yo. Ah, und den kannst du dann da reinfüllen, ne? Und der füllt dann automatisch die Dinger auf, ne? Nehme ich an. Oh, guck mal, der ist vollgekommen. Hast du gesehen? Ja. Der ist auch voll. Ja, habe ich gesehen. Scheiße, ich verhungere. Ich sehe schon wieder ein Licht. Das heißt, wir müssen immer nur das eine Ding vollfüllen. Das war voll praktisch. Das ist ja wirklich praktisch, aber trotzdem, ich verhungere. Naja. Danilo. Ja, hol ich glaube. Suppe. Ich sehe schon wieder ein Licht. Gönn dir die Suppe. Also, jetzt geht's mir besser. Ja. Aber hatte noch ein Hähnchenschenkel drauf. Auf unten noch ein paar Kartoffeln. Ich dachte, es wäre schon wieder um mich geschehen. So. Warte mal. Ich habe keine Rohkost mehr und ich habe schon wieder einen Vogel. Ich muss mir mal ein paar Pfeile wieder herstellen. Ja, warte. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ich habe ihn erwischt. Was? Ein Delfin unter uns. Delfin? Ich hab den unter links gesehen. Der müsste hinten jetzt sein. Ach nein, jetzt sehe ich nicht. Oh, Delfine. Nein, Delfine! Ich möchte mit ihnen schwimmen. Aber wir sind auf Kurs gerade. Ja, wow. Wir sind auf Kurs. Wow, Delfine. Ich hoffe, es sind Delfine aus Super Mario World. Ja, Style. Ich bin gerade aus dem Wasser gesprungen und so. Na, warum, weißt du, warum die Style hatten? Weil die Taucherbrillen tragen. So. Mein Gott, ey. So, Pfeile. Welche denn? Dein. Was wieder Kunststoff für waren. Planke, Metallbahn, 6 Federn. Nein, mach jetzt keine Metallbahn, keine Metallpfeile. Ja, die einen kosten Kunststoff, das ist genauso wichtig. Ja. Ah. Mach ich mal gar keine. Ich habe ja noch welche. So. Jetzt die Batterie leer, ne? Ja. Also warte, die hat noch ein ganz klein bisschen Saft. Aber du sagst, dass wir noch auf Kurs sind. Ja, also ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. Wir müssten eigentlich, wenn wir nicht hier gedreht haben. Soweit die Theorie. Aber irgendwie funktioniert das ja die Hälfte der Zeit nicht. So, einmal dahin, da. Oh. Ah, nein, jetzt bin ich im Wasser.
Ich hole mir. Aua! So, komm her. Nein. Oh ja, ich sehe Inseln. Da auch rauf. Es sah gerade so aus, als wäre eine Ziege an uns vorbeigezischt. Nein, es war nur ich. Oder sehe ich aus wie eine Ziege? Da, boom, einer. Nicht wirklich, ne? Kein Kommentar. So, und jetzt erzählst du es den anderen. Hier. Er ist noch da. Mein Gott, ist das lecker. Aber nach all den verschwendeten Jahren. Ich will mehr davon. Ich will noch mehr davon. Habe ich ganz hier Bäume nachgepflanzt? Nein. Da waren ja sowieso keine Planken gerade. Ich brauch mal unbedingt Honig. Ich muss wieder Honig machen. Wow. Warte mal, wie kann ich das noch mal machen? Jetzt haben wir ja wieder Platz für ein Patron. Ja, vielleicht sollten wir mal noch was dahin packen. Ja, ich muss mal dein Glas nehmen. Ich mache jetzt wieder einen neuen Honig. Von was haben wir denn so viel, dass wir eine Truhe dafür bräuchten? Eindeutig Essen und Rüben. Naja. Eindeutig Rüben. Ich meine, die im Lager. Wir haben jetzt hier Platz im Lager, deswegen. Ach so. Also ich bin eindeutig für eine größere Essenskiste. Ja, die können wir ja daneben. Also stimmt, wir brauchen wieder eine Batteriekiste. Weil die ja voll ist. Ne? Ja. Gott, wollte ich machen, also. Ja, wir brauchen doch sowieso neue Batterien. Was mein Sand? Na, ich kann nicht ja eine herstellen. Wo ist mein Sand? Ich will wohl meinen Sand hinverlegt. Ja, ich nehme mal eben einen Kupferbarren. Oder auch zwei. Vielleicht sogar drei. So, So, ich hab wieder zwei Batterien. So viele Planken, mein Gott. Ja, wir haben wieder so viele Planken. So, warte, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Zeug loswerden. Ich kann meine Planken nicht loswerden. Dann pack die in der Presse. Weil die verschwendet werden. Ja. Dann guck ich mal auf Kurs. So. Überraschenderweise, ja. 600 Meter. Müssen eigentlich gleich irgendwas sehen, ja. Ja. So, alle meine Planken sind jetzt in der Presse drin. Einen sehe ich ein ganz kleines Floß. Ja, oh, scheiße, ich verduste schon wieder. Aber ich hab noch zwei Batterien hergestellt. Ja, jetzt brauchst du eine im Moment? Wenn eine in die Presse reingetan hast, wäre gut. Nein. So. Danke. Welche Presse? Es war die. Oh. Ja, die Müllpresse, ja. Ja, ich komme. Bin gleich da. Ja, noch läuft sie, ja. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Warte mal, ich nehme sie mal eben mit. Ich habe eine fast leere Batterie da reingepackt, die ich noch gefunden habe. Ich tue sie jetzt auch zu den anderen rein. Nein, warum ist da Sand drin? Oh, da ist mein Sand, okay. Warum hast du da Sand reingetan? Weil ich habe den verlegt, aus Versehen. Ich gehe mal kurz jetzt. Holen wieder in die Truhe zurück. Okay. So, dann sortieren und jetzt. Oh mein Gott, scheiße, ich verdurste gleich. Ich mach kurz so einen kleinen Floß hier. Ja.
Also Bolzen, sehr gut. Ja, ich dachte jetzt gerade, dass ich. Ich dachte jetzt gerade wirklich, ich müsste verdursten. So, weiter geht's. Aber es haben wir doch genügend so. Gebrechen. So. Ich höre, unsere Presse wieder am Arbeiten ist. Ja, und die Presse ist auch so gut wie voll. Boah. Haben wir nur so viele Planken. So, ein Schrott da rein und da habe ich noch einen Stein. Noch zwei, noch drei Seile. Ne. Es läuft und wie es läuft, die Nase läuft. Ausgezeichnet. Ah, schon wieder Müllwürfel, geil. Boah, oh mein Gott, was hier wieder an Loot umher schwimmt. Na, ich frage mich, ob wir hier finden gleich. Na, warte. Auf der muss eben die Kiste. Die Kiste muss ich ja diese. Oh mein Gott, Hilfe, dieser Hai. Boah. Muss mal ein bisschen da lang gehen. Ja. Sehr gut. Bleiben Sie auf Kurs, Herr Daniel, Herr von uns zu Daniel LP. Und das ist glücklicherweise genau da, wo der Loot ist. Das ist super. Weht hier diese Kiste. Wird keine leichte sein. So. Diese Kiste ist sie etwas steinig und schwer. Ja, irgendwie so. So, Musik, ey. Ist geil. Ich kann nichts mehr in die Presse reintun, die Presse ist voll. Sehr gut. Ja, hier noch mal ein bisschen Kraftstoff, der kommt auch erstmal in die Kiste rein. Glibber, Glas. Oh, warte mal. Moment, kann ich noch. Ach ja, stimmt, ich habe ja keinen Platz mehr. Ich muss jetzt hier erstmal wieder Ordnung in mein Chaos reinbringen. Na, Kunststoff, Kunststoff. Ja, stimmt, ich habe Kunststoff. Rein damit. Ich habe mich umgedreht, dann ist er weggeflogen. Er hatte Angst vor dir. Er wusste genau so. Ja, da fliege ich jetzt lieber mal weg. Ich hatte auch Angst vor mir. Ich fürchte mich auch immer vor meinem eigenen Spiegelbild. Ich habe mal den anderen Charakter. Wenn ich mal den anderen Charakter empfehlen, zeige ich mal hier im Video. Wie ist er nochmal? Johnny? Oder Johnny? Ich glaube, er ist Johnny. Sehr gut. Yes. Boah, ich bin wieder auf maximal. Okay, genug Musik. Ich wollte gerade sagen, bitte, das ist glaube ich genug. So, da wieder 42 Kunststoff. Hurra! Das wird niemals reichen. Na komm, was sehen wir da hinten? Wann sehen wir was da hinten? Ja, wann sehen wir diese Insel, ne? Ah ja. Und war nochmal Caravan, irgendwas? Keine Ahnung. Ist das immer ich Richtung des Loots? Keine Ahnung. 500 Meter noch. 574 Meter. Sind wir auf Kurs? Irgendwie nicht. Oder doch. Ganz lange. Okay. Was machen wir mit den ganzen Planken? Ich habe keine. Ich habe noch Platz für die Rüben. Nein, ich habe den verfehlt. So, Caravan Town heißt das nächste. Ja, Caravan Town.
Da wird er wohl nicht so gefährlich sein, oder? Er klingt, als wäre da Zivilisation. Jinx ist nicht, Bro. Bitte. Bitte, Jinx ist nicht. Da tun wir bestimmt neue Freunde finden. Ich habe da jetzt schon ein ganz mieses Gefühl. Und wahrscheinlich sogar völlig zu Recht. So. Alter. Wo ist mein Bogen? Oh, da habe ich was sterben gehört. Ja, das war ein Vogel gewesen. So. Ja, es macht einfach Spaß, auf Tiere zu schießen. So viele kann man denn mit den Planken noch machen? Ja, ich weiß nicht. Wir sollten sie auf jeden Fall erstmal aufbewahren. Oder halt direkt in die Presse werfen. Na, also wollte ich doch mal hinten weiter bauen. Wo wir unsere Motoren bald hinpacken. Ja, ich sorge hier dafür, dass die Presse hier mit ordentlich Saft versorgt wird. Dann machen wir das so, ne? Dann machen wir... So, oh. Unsere... Die... Ne. Das... Sieht mal so aus, als wären die voll, die Honigdinger. Das kannst du sehen, wenn da hohe Honig rauskommt, dann ist es fertig. Ja, kommt ja schon, aber ich kann da trotzdem nicht mit interagieren. Okay, rohe Hähnchenschenkel bringen da ganz viele als Rohkost. Ja, mach mal eben so. So, jetzt muss ich den irgendwo hier packen. Weil er jetzt 1, 2, 1, 2 so richtig so, ja, ne? So. Hey, Mama mia, ey. 2, 3. Dann höpp. Natürlich, ich weiß halt nicht, was die Vögel da dazu verleitet, immer um unser Essen zu gehen. Gehst du da rein? Lässt du mich da platzieren? Ich könnte noch eine Batterie erstellen. Mache ich jetzt aber nicht. Ist das so richtig? Ja. Aha. Aha. So, und jetzt ist der Kraftstoff auch direkt wieder da reingegangen. Sehr gut. Soll ich die dann jetzt hier daneben und dann dahin, oder soll ich die alle in so einer Reihe machen? Mach wie du meinst. Ich will deinem bautechnischen Genie nicht im Weg stehen. Ich bin nur hier, um mich hier um die Presse zu kümmern und um hier Rohkost und so. Und hier wieder einer. Den so. So, so. Dann so, so, so. 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 Ja, ne? Okay. Lass mal erstmal nicht allen Kunststoff hier verbrauchen. Ich finde hier gerade nur... Bin hier gerade ganz viel Schrott. So, da sind aber ein paar Planken hier losgeworden. Ja. Natürlich unser Klößchen mal ein bisschen abschmälern an einigen Stellen, ja. Ja. Ich habe Rüben gefunden. Rüben! Komm mit in die. Komm direkt in die Rohkost. In die Rohkost rein. So, oh, da ist was, aber das ist nur eine kleine Insel.
Oh ja, stimmt, das ist eine kleine Insel. Aber links sehe ich noch was. So, wir sind schon wieder vom Kurs ein bisschen ab. Nur ein Wesen hat schon wieder passiert. Nein, nein, wie können ich es wagen? Immer noch 700, aber was soll's. Gehen wir mal die kleine Insel absuchen. Ja. Ja. Dann muss ich das gleich noch mal dahin drehen. Ist ja immer noch 700. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Solange die markiert ist. Genau. Ich sollte mal anfangen, hier noch weitere quadratische hinzusetzen. Ich glaube, das wäre, damit fange ich mal. Ja, das wäre sehr gut. Okay, dafür brauche ich Schrott und ich brauche dafür Pinken. Let's go! Sehr gut. Und ich brauche Nägel. Ja, Schrott. Ja. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Ja. Hau rein. Ich hau rein. Und zwar so richtig. Dann sparen wir ein bisschen mehr Platz, habe ich so ein Gefühl. Hm. So. Ich hab so lange nicht mal unsere Tiere hier gefüttert. Ja, fütter die mal bitte. Ja. Wenn ich irgendwo ihr Wasser finden würde. Wie hier zum Beispiel. Und hier. Ich nehme da mal. So. Hallöchen, wie geht's? Hallo! So. Geht es Ihnen gut? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Ist alles bewässert. Ist alles bewässert? Ja. Hast du bewässert? Nein, ich habe nichts gemacht. Oder essen die nur, wenn die irgendwie, weil nicht wieder Sachen haben zum Farmen? Keine Ahnung. Weil wir haben ja schon lange nicht mehr geschert und so wahrscheinlich, ne? Das kann ich dir nicht sagen. So, ich halt mal an. Dann gehen wir mal hier hin, nehme ich an. So, ja, ich muss hier Platz schaffen. So, warte mal noch hier. Okay, ja gut, dann sind die zwei Rüben jetzt erstmal verloren, das ist aber egal. Ja, sehr nice. So, Moment, das Teil muss ich aber jetzt mal wegtun. Nein, das ist glaube ich eine größere Insel. Ich sollte mal lieber zu der eingehen. Ja. Ich hoffe, wir werden die nicht. Okay, lass erstmal die kleine Insel, dann gehen wir auf die große. Wenn wir hoffentlich ja, nicht vom Kurs abkommen. Weil das scheint ja immer wieder mal zu passieren. Ja, irgendwie schon. Also merken, wenn wir mit der kleinen fertig sind, gehen wir nach links, dann ist eine größere. Jo. Warum kann ich hier nicht? Also, bei der Ding nicht. Das ist mal wieder leer sein. Habe ich gerade irgendwo gebratene Kartoffeln oder so gehabt? Ja, warte, Moment, ich muss das wieder drehen. Oh, nice. Ah, du hast jetzt ja Sprinkler auch noch reinpacken. Ja. Ich pack schon mal hier Sachen rein, ne? Da, jetzt. Da, jetzt ist es falsch rum. So. So, Moment, ich mach auf jeden Fall noch ein paar fortgeschrittene Bauten? Anbauflächen, ja. Anbauflächen. Also viele brauchen wir jetzt auch nicht eigentlich. Ich mach jetzt noch zwei weitere. Oder eigentlich nur noch hier für Kraftstoff hier. So, Moment. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir eine riesen Anbaufläche. Alles gezeichnet. So. Dann nehme ich mal hier. Also warte, ich mache mal ein paar Seile. Ja, ich werde mal eben die Reiniger
Seile, Seile. Da. Weiter. Mal wieder Seile, wie blöd. Ja. Okay, was haben wir noch? Rüben. Hier. Hier, Test, Test, hörst du mich? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Alles klar. So. So. So weg. Neue Essenskisten sind jetzt da. Jetzt aber mehr als genug. Ah, für Deutsch. Deutsch und ja, ich glaube. Dann haben wir wieder ein paar kleine. Ja, genau. Da haben wir wieder ein paar kleine Kisten übrig, ja, die wir irgendwie nutzen können. Ja, ich pack die mal hier bei unserem Lager. Was haben wir denn noch mehr als genug, was wir extra einlagern können? Was ist mit Leder? Lederkiste? Ja, da haben wir auch schon 2047 haben wir davon. Da können wir ja Leder und Wolle reintun in eine Kiste. Hm. Gut. Aber so. Da haben wir noch Kraftstoff. Kommt da rein. So, haben wir immer noch eine Kiste. Brauchen wir eigentlich noch die Muscheln? Die Riesenmuscheln? Brauchen wir die eigentlich? Ich weiß gar nicht, wofür wir die überhaupt brauchen. Sonst würde ich sagen, schmeißen wir sie in die Presse rein. Ich weiß ja nicht, wofür wir die brauchen. Ich mach's einfach mal. Guck mal in die eine Kiste Schmutz. So. Warte mal, hä? Warte, sag's aber nicht, dass die Batterie ist leer. Da. Und wir haben keinen Platz mehr. Oh mein Gott, wieder. Oh, Mondglas, summ, summ. Wieder Mond dahinter. Der Insel aufgeht. Ey. Na, ja. Obwohl Insel, wir waren so, noch gar nicht öffnen. Die kleine Insel. Und so. Die Batterie ist weg. So. Ich müsste schon wieder eine Batterie herstellen. Warte mal. Mal kurz Kupfer, Kunststoff. So. Das ist jetzt Sägescharnier, einfache Batterie, da brauche ich Kupfer und ich brauche Schrott. Nägel, rein da. Ah, ich höre schon wieder einen Vogel. Kümmere dich mal eben um den Vogel. Ich kann ihn nur verscheuchen. Dann verscheuch ihn. Okay. Was machen eigentlich unsere Bienchen? Ich habe vorhin einmal eingesammelt. Hervorragend. So, Moment. Die Presse läuft gleich auch wieder. Das sind die Bäume auch wieder fertig. So, Presse läuft wieder. Ich muss mal irgendwas töten. Oh. Ich sehe gerade, dass die Riesenmuscheln ein echter dazu führen können, dass die Presse schnell voll wird. Was? Okay. Aber die riesig sind. Alter, ich bin erst eine Sekunde im Wasser und der greift mich schon an. Ist schlimm, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich könnte vielleicht sterben jetzt, ja. Ich muss ja an Land. Aber irgendwie ist ja nirgendwo Land. Oh Gott. Kann dir jetzt gerade nicht helfen. Bin gerade dabei. Ich bin an Land. Ach, Gott sei Dank. Nämlich hier gerade dabei hier. Ja. Meine Ernte abzubauen von den zwölf Feldern, die wir hier haben. Oh! Alter, wie viele Rüben und wie viele Kartoffeln ich habe. Ja. Das ist nicht normal. Kannst du alle in die neuen Kisten einpacken, in die größeren. Ja. Wir werden effizient. Na hier, ich werde jetzt hier mal so eine ganze... Hier eine ganze Fläche. Hier sechs Flächen sind voller Rüben und die anderen werden voller Kartoffeln sein. Wie viele haben wir jetzt? Nein. Irgendwie 9 Stück oder irgendwie sowas? Wir haben insgesamt 12 Flächen. Sehr gut. 12 mal 4. Ja, das sind 24, 48, ne? Ja, das ist. Oder wie man sagen kann, eine ganze Menge. Wenn man die Zahl nicht weiß, dann muss man einfach sagen, eine ganze Menge. So, Rüben. Oh mein Gott, wir haben so fucking viele Rüben. Naja. Ja. Das ist nicht normal. Ich bin voll. Und ich habe Hunger.
Aber es liegt ja was auf dem Grill. Cool. Geil. Wir müssen mal wieder eine größere Insel besuchen, wo ich meine Speere hier verballern kann. Ich nehme hier nur Platz weg im Inventar. Ich möchte ja nicht einfach wegwerfen oder irgendwie so. Also ich habe die Anbauflächen, die habe ich ja schon alle weggeschmissen. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt noch im Inventar habe, außer jetzt der üblichen Ausrüstung, die ich habe? Was? Aber ich habe jetzt nur noch Steinpfeile und Honig. Ihr seht das an, wie es wächst. Ich glaube, wir brauchen extra mal irgendwann eine Kiste für Kokosnüsse oder so. Wenn es hier so weitergeht. Ja. Wenn das so weitergeht, dann auf jeden Fall. So, Honigwabe. Nice. Aber wir haben hier immer noch diese beiden seltenen Fische, die wir eigentlich ja auf einer Insel verkaufen könnten. Oh ja. Weil dann haben wir nämlich auch wieder eine Box, die wir frei haben. Ich weiß, was ich machen könnte. Oh. Jetzt sind wir schon wieder zu zweit, ey. Na. Ihr verdammten Drecksvögel, ey. Ich hasse euch. Hört auf, meine Ernte wegzufressen. Essen, sucht euch eine andere. Gott, ey. Mein Gott. Finger weg. Nicht da. No. Da ist einfach weggezischt. Oh, ich wollte weg. Das voll schnell weggeglitscht. Denn hier noch so Samen, aber wir haben ja keine Samen mehr, keine übrigen. So, ich soll rein. Moment für die Blumenanbauflächen. So, ich habe jetzt noch eine Kiste gebaut. Planke, Seile und Nägel, die sind auch nicht so kostspielig. Mal so ein paar davon. So, es ist hier irgendwo noch. Hier ist sogar noch ein Schild frei. Das nehme ich mal mit. So, jetzt habe ich die alle eingepflanzt. Ich habe was gehört. Ja, ich auch. So, ich habe jetzt auch mal für den Fall der Fälle, ne, habe ich uns auch mal eine Fischkiste gemacht. Ja. Ja. So, jetzt packen wir die ja rein. Also für alle Fische können jetzt halt in die Kiste neben der Rübenkiste getan werden. Damit du Bescheid weißt. Eine kleine oder eine große? Eine große. Okay. Ich mach keine halben Sachen mehr. Summ, summ. Boah. Summ, summ, ne? Genau. Ja. So, die Riesenmuscheln tue ich raus. Komme jetzt auch wieder in die Presse rein. Rein damit. Was ist denn hier los? Das ist mein Glibber. Mein Seetang, da ist er. Ja, war leer. Wir müssten eigentlich auch mal wieder über ein ganz wichtiges Thema reden. Und zwar die Uhrenumstellung. Ja. No. Deswegen, meine Frage an dich. Welche Zeit würdest du bevorzugen? Sommer- oder Winterzeit? Ich tue allgemein Winter bevorzugen. Dankeschön. Ja, denn das ist nämlich die richtige Zeit. So. Weil Sommerzeit, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Warum müssen wir eigentlich zweimal im Jahr die Uhren umstellen? Ich verstehe das Konzept sowieso nicht. Wir müssen die einmal im Jahr vorstellen und dann einmal wieder zurück. Können wir die nicht einfach direkt lassen? Ja, deswegen, ich meine ja.
Ich habe das Konzept nie verstanden. Ich auch nicht. Also das Konzept sollte dabei sein, dass man Energie dadurch spart. Was sowieso ein Riesenschwachsinn ist. Ich habe so viel zu tun hier mit dem Ernten. Das ist nicht feierlich. Ich versuche gerade irgendwas für die kleine Kiste hier. Haben wir irgendwo eine kleine Kiste? Also was? Ich pack die hier in. Natürlich all unsere Baupläne da rein. Wir bauen die Baupläne. Die werden nicht mehr brauchen. Ich habe. Das ist eine gute Idee, so eine. Oder bräuchten wir dafür nicht auch eine größere Kiste? Ja, wir bräuchten eigentlich eine größere. Alter, ich hab hier 48 Rüben und 48 Kartoffeln. Was ist das? Biokraftstoff. Der Biokraftstoff, der ist ja für die Maschinen. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Für was brauchen wir noch eine Kiste? Eine kleine. Und was haben wir denn? Unsere Tierköpfe könnten wir vielleicht da einpacken. Das ist eine Idee. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Idee. Das ist eine gute. Dabei, weil überleg mal, wie viele Tierköpfe wir schon haben. Allein hier durch Pufferfische, Fische, Haie oder Bären. Ja. Okay. Ja gut, okay, Screecher jetzt nicht so sehr. Ja, weil wir die schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja, wir ziehen es natürlich auch mal da rein. Dann kann ich das nämlich da entfernen, aber immer noch eine kleine Kiste übrig. Aber schon wieder eine kleine Kiste. Dann pack ich hier die Tiere haben kein Wasser. Dann tue ich genau. Dann haben wir jetzt hier eine große Kiste für all unsere Baupläne, die wir nicht mehr brauchen. Cool. Und die andere Kiste tue ich wieder dahin, dann ist dann der Honig wieder da drin. Ausgezeichnet. So. Boom. So. Ich kümmere mich hier gerade eben um die Tiere. Die rennen, damit die auch mal was haben. Wollen wir die ganz einfachen Reiniger? Nee, irgendwie nicht, ne? Einfachen Reiniger brauchen wir sowieso nicht mehr. Wir brauchen nur noch die Fortgeschrittenen. Dann packe ich die in die Mülltonne. Ja, kannst du auch einfach. Kannst du einfach. Einfach all. Auf Rechtsklick und Papierkorb leeren machen. Ja. So, hier noch ein paar Rüben drauf, damit wir was zu essen haben. Weil wir haben so viele Rüben. Ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Ich schon, in die Kiste. In die neue Kiste. Ja. Aber was wäre, wenn diese große Kiste auch irgendwann mal voll ist? Ich meine, wir haben in dieser Rübenkiste sind schon 11 mal 20 Rüben drin. Ja, dann pack sie in den. In dem Honigding jetzt rein. Eine Kraftstofftank. Ja. Aber halt wirklich. Stimmt, ich habe ja noch ein Ei. Wasser? Okay. Da. Nein, aufzutragen. Mal in. Na, machen wir doch mal was. So, hier habe ich noch gegarte Rüben, gegarte Kartoffeln.
Noch mehr Rüben. Dann nehme ich mal hier. Na, das ist die falsche Kiste. Aber wo Kiste? Ich glaube, ich sehe da noch eine im Wasser. Ah ne, halt, das ist ein Fass. Aber ich nehme es mit. Hui! Got it. Ah! Ha! Du scheiß Hai, du hast mich nicht getroffen. Das Teil wieder voll, das Teil ist wieder voll. Toll, und das Teil ist auch wieder voll. Und leer. Warte mal, Moment. Schild. Okay. Nägel mehr. Da. Okay. So, warte mal, ihr Essen, hör damit. Na gut, ich habe auch mal die beiden neuen Kisten schon mal beschriftet. Neue Kisten. Ja, wo du Schmutz und Wolle und Leder reingetan hast. Ah, okay. Ja, gut. Hab ich schon mal beschriftet. Vogel, wo? Wahrscheinlich bei den Blumen! Nicht die Blumen, rette die Blumen! Ich habe ihn erwischt. Das ist bei mir noch am Leben. Ist er immer noch am Headbang? Ja. Ach stimmt, da sind unsere Baupläne drin. Ich habe zu viele Schilder gemacht, schon wieder so eine Scheiße. Da sind unsere Köpfe drin. Ich tue sie mal rein, wo die Honiggläser sind. Sind die Bienchengläser. Ja. Ich habe mal ein paar Motivationssprüche bei unseren Tieren hingepackt. Motivationssprüche hier bei den Tieren. Ja, ja. Steht da. Aber am Ende. Da drin. Ja. Good things come to those who float. Raft, sweet raft. So. Ich versuche mal. Können wir die irgendwie erstmal wegpacken? Ich auch vielleicht irgendwie. Nein, ich bin heute. Nein, ja. Nein, jetzt, nein! Nein, die Bienchen, jetzt haben sie aufgehört. Ja, ich pflanze gleich wieder. Ja, gut. So, ich muss hier ein paar Kisten. Weiß ich nicht genau, ob man irgendwie bestimmte Weise die Dinger erzählen muss. So, okay, dann bau mal. Also mal. Weil ohne unsere Blümchen kriegen wir ja keine Bienchen. Machen wir mal. So. Ja, ich glaube, wir kommen doch nicht zur Insel. Heute nicht mehr, ne. Aber beim nächsten Mal. Nächstes Mal auf jeden Fall. So. Aber ich sehe da hinten noch ein Floß. Ja.
Treiben wir überhaupt oder hast du den Anker noch unten? Ich habe den Anker noch unten, weil wir ja in der Nähe von diesen einen Inseln sind. Ah ja. Ah ja, 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 ja. Okay, hast recht. Aber wir sind noch nicht da hingegangen. Also ich bin da einmal kurz hingegangen. Ich muss nicht wirklich hingehen. So, ich habe noch mal mehr Kraftstoff. Und mit da rein. Nein, da sind noch zwei Müllwürfel. Let's go. Oh, Mann. Oh, hier sind noch Bärenköpfe drin. Komm mit hier zurück. Warte mal, ja, stimmt. Oh mein Gott, das muss ich ja wieder machen. Was musst du machen? Ich muss mir wieder mein Netzwerfer bauen. Und der ist mir abhanden gekommen. Aber obwohl. Moment, brauche ich ihn ja nicht wirklich. Oh, ich tue auch mal die alten. Die alten Blumendinger hier wegschmeißen. Tun wir noch neue dahin. Ja. Netzkanister kann mit da rein. Nein, die kleine Tasse, die tue ich jetzt, die schmeiße ich jetzt auch mal weg, genauso wie die mittleren und die großen Anbauflächen. Also erstmal alles in Mülleimer damit. Wenn du dann hast, dann kannst du auch einfach auf wegschmeißen drücken. Ja. Das ist der Plan. Ich habe auch übrigens noch ein paar Bärenköpfe gefunden in unserem in unserer großen Kiste, wo noch der Kraftstoff und die Müllbeutel sind und unsere Flaschen. Oh, geh weg. Geh weg. WCH weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. They're eating him. And then they're going to eat me. Damn. Alter, was ist denn da raus mit mir los? Ach, die kann man nur so passieren. Ja, was ist denn hier los? Ja, wie siehst du denn aus? Gut, rein. Ja, damit. So. Ah, schön. Hier ist gerade die schöne Musik. Und wir sind gleich fertig hier für heute. Sind wir gleich schon fertig? Oh ja. Ich noch kurz mal lass mich noch eben. Ja. Dann lass mich nur eben hier die ganzen Kartoffeln einsammeln. Mensch, so, jetzt kannst du mal gucken, wie viele Kartoffeln hier schon drin sind. Ja. Warte, ich will noch mein Inventar hier leeren. Ja, ich auch. Wenn ich beim nächsten Mal wieder nicht überwältigt bin. Ich will jetzt auch erstmal jetzt nichts war weiter hier erstmal pflanzen. Irgendwann wollte ich machen. So, wie viele Müllwürfel haben wir denn? 16 Stück. Boah. Das ist eine Menge, ne? Natürlich die Kartoffeln noch rein. Ja, du. Achso, jetzt in die Rohkostmaschine. Ja. Ist da auch noch genügend Honig drin? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. So, jetzt ist wieder voll. So. Da hier. So. Warte mal. Allein die Tatsache schon, wie viele Rüben wir haben. Und jetzt schau doch mal an, wie viele Kartoffeln wir haben. Ja. Das ist eine ganze kleine Kiste. Glaube ich. Ne? Ja. Da sind halt nur noch Samen drin. Ich glaube, ich stelle die Kiste mal dahin. Moment. Das werde ich jetzt noch machen.
Ich habe die jetzt mal hier ein bisschen abseits hingestellt. So. Ja, die Samenkiste für Ananas und für Wassermelone. Ja, jetzt bin ich wieder leer. Also auf den Seetang, den ich die ganze Zeit schmelze. Ja. Ich hab auch nichts. Ich habe nur wirklich nur 10 Objekte bei mir im Moment. Ah, ja. Ich muss meine blöden Speere hier loswerden. Ich muss mal gegen irgendwas kämpfen hier. Ja. Aber wir müssen ja irgendwann mal vorankommen. Aber das soll es für heute gewesen sein, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.